Mainz 05 stürzt den FC Bayern München in die Krise. Nein, Krise ist untertrieben, es droht jetzt die Totalkatastrophe. Denn wenn Borussia Dortmund heute Abend gewinnen sollte, dann ist man nicht mehr Tabellenführer aus Sicht des FC Bayern Münchens. Und man hat das heute gesehen. Die erste Halbzeit, man hatte 80% Ballbesitz eine Phase lang, man hat 1-0 geführt. Man muss so ein Spiel dann nach Hause bringen. Nein, man verliert am Ende dieses Spiel gegen Mainz 05. Klar, die Mainzer, die waren stark, die sind in einer sehr, sehr starken Form. Der FC Bayern München, der kriselt, aber als Tabellenführer, als 10-jähriger deutscher Meister musst du so ein Spiel gewinnen. Und du machst es nicht und du verlierst es und so machst du dir die ganze Saison kaputt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mal das letzte Spiel sein wird, was der FC Bayern München in dieser Saison verliert. Und ihr wisst alle, was da jetzt passieren kann. Die Krise, die kann nochmal richtig eskalieren. Und wenn da jetzt heute Abend eine Entlassung folgt, da würde mich nichts wundern. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Ich meine, da waren Spieler dabei, Thomas Müller, völlig neben sich. Kimmich auch nicht gut, hat mir auch nicht gefallen, Goretzka auch nicht. Das war halbherzig, die Gegentore, die haben die Mainzer ja echt gut rausgespielt, teilweise auch glücklich. Da, so, wo der Ball dann noch hinkommt bei dem 1:1. Aber trotzdem, also das war von dem FC Bayern München nichts und ich hoffe und wünsche mir, dass Borussia Dortmund es heute Abend bestraft. Aber so wie ich die Dortmunder kenne, werden sie es nicht bestrafen, werden heute gegen Frankfurt verlieren und Bayern bleibt eben Tabellenführer. Ja, was meint ihr zu diesem Spiel? Kann der FC Bayern München hier diese Saison vielleicht schon wirklich titellos beenden? Es scheint ja aktuell wirklich absolut im Rahmen des Möglichen zu sein, dass der FC Bayern München in dieser Saison am Ende ohne Titel dasteht. Und dann gibt es den ganz, ganz großen Bayern-Knall. Das kann ich euch versprechen. Eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao. Achso, und lasst natürlich auch gerne ein Abo da.